MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Hauptaccount und jetzt wollen wir mal ein Spielchen machen. Und ja, ich mach's so, wie ich es letzte Mal gesagt habe. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Und gucke nicht hin und bleibe dann irgendwo stehen und das Team spielen wir dann. So, ich gucke weg und jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch. Gehen wir mal ein bisschen durch und stopp. Okay, Reus Team, alles klar. Dann spielen wir mal mit dem Reus Team. Ich muss gerade mal überlegen. In dem Team habe ich normalerweise den Ramos ausgewechselt. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal spielen. Ich teste es einfach mal mit Ramos da vorne. Ich kam auf Ramos irgendwie nie klar. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich die kleinen Pacer brauche. Na gut, ich sag mal so. Sturridge ist ja auch kein kleiner Pacer. Sturridge ist ja auch staturmäßig eher so am Ramos dran. Naja, keine Ahnung. Gegen mich ist Ramos immer ziemlich biestig. Aber ich komme mit ihm irgendwie nicht so ganz klar. Aber ich glaube, wir testen das jetzt einfach mal. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Gegner. Aktuell per WLAN-Connection drin. Ich hoffe mal, das läuft ordentlich. Weil die hat das LAN-Kabel am Apple TV. Ich muss mal ein neues Kabel kaufen. Mit dem mir das nicht immer klaut. So. Jetzt spielen wir gegen... Okay. Ja, sozusagen OP Premier League oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Zarate und Juve da vorne. Juve macht mir richtig Angst. Juve gegen mich und auch bei mir immer richtig stark gewesen. Ja, ansonsten so Leute wie Jarvis, Walker, TOT. Schauen wir mal. So, machen wir alles rein und dann wollen wir mal gucken, wie das hier im Spielchen läuft. Ramos. Achso, ich bin gerade am Überlegen. Nee, müsste eigentlich Kommentator und so müsste eigentlich an sein. Ja, erstmal hier schön der Ballverlust. Und Alter, wieso sind wir denn hier so aufgerückt? Schön gemacht. Ja, haut euch nicht gegenseitig um, Jungs. Ramos. Gehen wir mal über die Außen durch mit Ramos. Es ist Aspilicueta da. Da könnten wir mit Ramos... Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, da können wir mit Ramos durchkommen. Aspilicueta ist doch gar nicht so schnell. Aber da kam er überhaupt nicht durch. So, Nainggolan, der alte Muschi-Strich, bringt den Eckball und Ramos, da ist er mit seiner ersten Tat, Hollebass. Und Reus, oh Gott, komm. Nein, den kriegt er sogar noch, der Howard, das gibt's ja nicht. Den habe ich uns aber schon einnicken sehen. So, aufpassen, alles dichte machen hier. Ja, kommen wir eigentlich mit dem, haben wir, Mickey, stark Mickey. Mkhitaryan. Und den haben wir nochmal. Na, den haben wir aber nicht mehr. Uiuiui. Das geht mir alles gerade zu schnell. Nainggolan erstmal zwischen. Ist noch ein bisschen auf der Stelle am Dribbeln. So, ab wieder nach vorne das Ding. Nehmen wir hier nochmal Mickey mit. Ah, er mit seinen Grätschen, Alter. Mal richtig übertriebenst. Hollebass. Aber das könnte auch noch einen Nachteil für ihn haben. Wenn er als da am Rumgrätschen ist, richtig schön gespielt hier. What the fuck? Ich weiß nicht, wo Reus das Ding hingesemmelt hat. Aber auf jeden Fall ging er noch nicht mal aufs Tor. Ja, komm. Haben wir wieder. Ah, ich bin mit meinem Pressing in dem Spiel eigentlich ganz zufrieden. Kommen sehr schnell an die Bälle wieder ran. Und da vorne nochmal, komm. Ja, schön, Mickey. Ei, meine Güte. Ja, das gute alte Doppelt-Dreieck drücken. So, geht's hier draußen auf den CEO? CEO, ja, das... Das war für mich komplett ungefährlich eigentlich. Komplett keine Schussvorbereitung. CEO, der jetzt auch nicht die prallsten Schüsse drauf hat. Die Distanz etc. pp. Aber der kam gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ist dann auch übers Tor drüber, wie es geplant war. Mkhitaryan dribbelt sich hier durch und da ist noch Aspilicueta, der letzte Stein, der im Wege steht. So, Mame Juve. Ja, ich komme hier nicht so ganz schnell hinterher. Ja, no, nein. Ja, nein. Vertonghen kommt auch nicht mehr dazwischen. Hätten wir vielleicht schon mal 1-0 führen dürfen hier. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Vielleicht muss ich ein bisschen länger die Schnauze halten.
So. Ein bisschen geordneterer Spielaufbau hier. Ich muss sagen, schlecht macht das nicht, aber es könnte ihm vielleicht noch ein Gegentor bringen, dass er so aggressiv verteidigt. So, weil hier sieht man, er zieht sich immer Minimum einen Innenverteidiger raus. Und irgendwann geht das dann vielleicht mal schief. Reus, Marco Reus. Alter, der zieht jeden Ball vorbei. Was ist denn los, Marco? Haben sie Marco runtergepatcht oder was? Pff, krass, Alter. Eigentlich bringt er diese Bälle wenigstens aufs Tor bei mir. Der Pass von Ramos ist jetzt nicht so pralle gewesen. Ich muss mal gucken. Wenn es bis zur Halbzeit noch 0-0 steht oder vielleicht der Gegner sogar in Führung wäre, dann werde ich, glaube ich, Sturridge einwechseln. Ja, und da vorne jetzt auf... Oh, wieso hinten lang, Ramos? Wieso hinten lang? Lopez dürften wir haben. Schön von Vertonghen. Ja, nochmal abgelegt. Reuse, nochmal vorne auf Mickey. Schusstäuschung bei Ballannahme. Klappt zwar, aber leider in den Gegner rein. So, Jarvis, Domet. Ja, da ist der Walker ein bisschen sehr schnell rausgerannt. Hier nochmal einen auf Ramos. Nochmal einen rüber. Ramos bringt auch echt die krüppeligsten Pässe, die man bringen... Boah, Vertonghen, Alter. Die krüppeligsten Pässe, die man bringen kann. Ich meine, natürlich ist das nicht sein Aufgabengebiet, aber bei dem geht ja echt kein Ball auf den Mann. Sondern irgendwie in die Nähe. So... Reuse. Und da. Ja. Oh, die Pässe. Es sind echt die Pässe. Ich weiß nicht, wo die Jungs die Pässe hier rausholen. Ah, Kille, bringen wir erstmal ins Aus. Können wir uns mal wieder so ein bisschen, ja, aufstellen hier. So, schön vom Reus das Ding weggespitzelt. Mkhitaryan, aber da ist schon wieder der Mann bei ihm dran. Also ich muss sagen, fucking aggressiv ist er hier am Spielen. So, und das ist auch wieder drauf, weil ich die Bälle nicht schnell wegbekomme. Mame Juve. Ja, können wir... Na, gehst du? Alter, guckt euch den Hollebass an. Der geht einfach nicht weiter, wenn ich jetzt eine Ecke kriege, ey. Gut. Ja, Ramos. Ja, Ramos. Geht da mit großen Schritten, aber die Grätsche wieder. Unglaublich, wie der das mit den Grätschen macht. Aber ich muss sagen, also es soll jetzt nicht negativ klingen. Weil ich meine, er gewinnt ja eigentlich jede Grätsche. Oh, da vorne. Nein, das war zu früh gespielt. Das war zu früh gespielt. 41. Also, das Spiel ist jetzt bisher eher, naja, von mir. Muss man mal so sagen. Oh, Jungs, ihr müsst euch mal hier ein bisschen freilaufen. Ramos. Oh, Gott. Gott im Himmel. Trifft er den Querbalken? Das ist ja eine Scheiße. Oh, oh. Oh, Salate. Oh, 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 oh. irgendwie genau die gleiche Aktion wie mit Ramos eben. Aber genau dieselbe. Der Ramos, der spielt mal sowas von Scheißpässe, ey. Das ist echt eine reizende Katastrophe. Bei dem kommt überhaupt nichts an da vorne. Vielleicht... Ich glaube, so ein Finisher ist der Ramos ja dann doch schon. Aber komm, Push-Taste. Nee, setzt sich da auch nicht gut durch, meiner Meinung nach. Muss er vielleicht ein bisschen mal den Körper vorm Ball stellen. Ja, komm. Oh. Oh Gott, Alter. Was eine Scheiße. Ganz komisches Spiel irgendwie. Aber ich glaube, ich muss den Ramos rausmachen. Sturridge. Ja, komm, bring mal einen Stir. Die alte Sau. Und dann schauen wir mal. Sturridge. Ja, Marco. Na komm, laufen wir mal mit Marco ein bisschen. Ich weiß nicht, wen er so als Außenverteidiger hat, aber ich glaube, wir sind da schon relativ schnell. Marco. Marco. Und Daniel Sturridge. Schade. So, jetzt ab nach hinten hier wieder. Stehen sie aber alle wieder bereit. Gibst du mir mal hier den. Einen guten alten Muschi-Strich. Ja, da läuft der Theo. Und da, Juve ist nicht schlecht im Kopfball. Müssen wir aber haben. Haben wir auch. So, da sollte er niemals hin. Ich meine, da auf uns geht, ist es in Ordnung. Aber
Der sollte nach weiter außen. Schön gemacht von Kille Chiellini. Nochmal nach hinten. Oh. Es geht weiter mit diesen Katastrophenpässen. Ich weiß nicht. Das fühlt sich ja fast an, als ob ich da irgendwas verstellt hätte. Was ich natürlich eigentlich nicht habe. Na gut, okay. Dieser, so ein Pass ist klar, dass der nicht ankommen kann. Direkt aus der Drehung und alles. Ja, schön Dembele. Weg das Ding. Ich denke mal, es liegt vor allem daran... Nein! Oh. Das ist wieder so fucking ärgerlich, ey. YouTube bringt mir Pech bei Gameplay-Aufnahmen. Ich verliere echt nur auf YouTube. Ah, scheiße, ey. Egal. Ich sollte vielleicht jetzt einfach mal die Klappe halten. Keine Frage, ich finde den Gegner wirklich stark. Jetzt mal scheiß drauf, wie sein Team aussieht. Ist halt ein günstiges Team, keine Frage. Aber er spielt echt stark. Gefällt mir gut sein Spielstil. Und ja, ist jetzt wieder mal ein bisschen sauärgerlich, wie dieses Gegentor gefallen ist. Aber und wie der Ball jetzt auch schon wieder zum Gegner kommt. So, aber was willst du machen? Ach, keine. Bring den Ball doch vor den, der genau vor dir steht. Meine Fresse, Alter. Ich komme nicht durch. Oh, wohin? Willst du mich verarschen oder was? Ach komm, ey, das ist doch nicht wahr. Ja, ist klar, war das jetzt übelst tilt einfach nur. Aber da hast du den Ball dann wieder. Ja, rot natürlich für Reus. Ja, gut. Habe ich mir jetzt durch meinen eigenen Tilt wahrscheinlich das Spiel wieder komplett genommen. Ja, jetzt ist so eine Waffe wie Reus, der das Spiel dann nochmal selber drehen kann, auch noch raus. Aber das war jetzt einfach wieder zu viel für mich. Ich weiß erstmal nicht, wo Mkhitaryan diesen Ball hinbringen will. Und dann komme ich wieder an den Ball und natürlich ist er, läuft der so in den Gegner, dass wir wieder den Ball weggenommen bekommen. Meine Fresse, Alter. Ja, komm, renn mal ein bisschen. Smalling, Alter, der darf niemals hinter uns herkommen. Komm, könnt ihr euch mal irgendwie positionieren? Ah, du Ficker, Alter. Ja, ich bin schon wieder auf 180, ohne Scheiß. Diese ganzen Dinge, die da zusammenkamen, haben mich schon wieder ein bisschen, ja, aggressiv gemacht. So. Walkett, Flanke, Vertonghen. Ja, da vorne steht halt jetzt kein Reus mehr. So, müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Davis, oh oh. Ja, in der Abwehr habt ihr eigentlich keinen Mann weniger, Jungs. Dafür habt ihr euch aber ein bisschen scheiße positioniert. Ja, Dembele, Push-Taste gegen TOT, klappt erstmal. Müssen wir auch nochmal einsetzen. Eigentlich ist Dembele ja eigentlich schneller, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Schmeißen wir mal. Denkst du dir, schmeißen wir mal auf den Hollebass? Schmeißt er natürlich direkt auf den gegnerischen Spieler. Wie das standardmäßig der Fall ist. Ich habe mich schon wieder beim Gegner gesehen. Aber sowas sollte ich vielleicht mit Buffon auch nicht machen. So, Dembele. Es ist scheiße. Da fehlt jetzt einfach echt so ein Reus hier vorne. Ja, nein. Wo ist der Ball? Ja, Pauli. Ja, komm, Sturridge. Sturridge. Nein, nein, nein. Das gibt es doch nicht. Oh, fuck. Da komme ich mit Sturridge so frei durch. Ach du Scheiße. Ach Mann, jetzt reg ich mich selber über meinen Tilt, über diese scheiß Tiltgrätsche auf, dass ich mir die rote Karte da geholt habe. Mit dem Reus. Ich glaube, ist Reus seine erste übrigens. Weil normalerweise, wenn ich tilte, tilte ich in der Abwehr. Aber das war jetzt mal nicht der Fall. So, Sturridge mit einer relativ seltsamen Aktion, aber ist okay. Sturridge, komm.
Sturridge, wenn's einer kann, dann du. Sia, Alter. Aber da sieht man einfach, was Sturridge ausmacht. Der pusht sich durch die komplette Abwehrreihe durch. Aber was ist mit meinem fucking Abschluss? Zweimal noch frei vom Tor gewesen mit Sturridge. Och, Chiellini, dann nimm doch wenigstens deinen linken. Du bist doch Linksfuß. Oh, Mann. 200% dann noch mit Sturridge gehabt. Hüpp. 3 Minuten. Cessignon. Kommt da über die Außen nochmal. Johnson. Schön vom Hollebass. Wenn er ihn jetzt nochmal hat, dann muss er sich eigentlich durchpushen. Ich meine, der Johnson ist leider Gottes auch ein Außenverteidiger. Hat natürlich auch einen Körper. Jetzt kriegt er hier nochmal eine Ecke. 89. Wäre typisch. Alle fliegen unterm Ball durch. Azpilicueta schön von Walker. Und Walker ist jetzt nicht der Langsamste. Oh, Alter. Hätte ich niemals mit gerechnet. Haben wir. Schön vertongen. Wo geht der Ball hin? Komm, eine Aktion will ich noch haben. Komm. Ach, Hollebass, Alter. Nicht ins Leere tickeln. Oh Gott. So war das natürlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich erstmal den Sturridge normal anspielen. Ich weiß nicht, warum ich den Lobpass eingegeben habe. 1:1. Ja, wegen meiner eigenen Dummheit geht das mal wieder in Ordnung hier. Dass ich halt, nachdem ich 1:0 hinten liege, gleich wieder dieses absolute Frustfoul mache mit Reus und mir damit natürlich Angriffsmöglichkeiten nehme. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ich war noch zweimal komplett frei vom Tor mit Sturridge und habe beide vergeben. Ja, statistikmäßig sind wir auch schon relativ klar vorne. Aber was willst du machen? Wie gesagt, das Spiel habe ich mir so ein bisschen selber genommen. Und ja, das ist schon wieder der geilste Einstieg in die Liga mit 2 Unentschieden. Ich hasse ja die Unentschieden. Ich hatte die Phase mal so ein bisschen hinter mich gebracht, dass ich nur noch Unentschieden spiele. Jetzt ist er irgendwie wieder da. Übrigens aktuell wieder Liga 2 für die Leute, die vielleicht nicht so im Stream unterwegs waren. Ich hatte mich relativ lange in der Liga 1 gehalten, aber dann kam mal wieder so eine richtige Seuchensaison. Und das habt ihr aber, glaube ich, noch mitbekommen, wo ich abgestiegen bin. Das habe ich nämlich, glaube ich, hochgeladen gehabt. Da, wo ich dieses richtig failige Spiel gemacht habe, wo mir eigentlich ein Unentschieden gereicht hätte, ich aber dann irgendwie in der 88. auf Ultra-Offensiv und alles gebe und noch das Unentschieden bekomme, die Niederlage bekomme. Naja, so ist es dann halt gekommen. Aber naja, wenigstens noch ein Unentschieden geholt, so pissig, wie ich schon wieder drauf war, nach dem Gegentor. Ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Ich fand den Gegner wirklich nicht schlecht. Er hat das vor allem hinten ganz gut gemacht, weil er hat sich zwar immer einen meistens rausgezogen, aber meistens hatte er dann auch den Ball mit irgendwelchen Grätschen oder sonst irgendwas. Aber mehr als einen hat er sich eigentlich nicht rausgezogen. Das heißt, er hatte dann immer noch seinen zweiten Verteidiger, Innenverteidiger da stehen und halt die Außenverteidiger. Deswegen war es jetzt nicht so sonderlich einfach, da durchzukommen. Aber wenn ich einfach mal wieder ein bisschen eiskalter in der Verwertung gewesen wäre, dann hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Erste Halbzeit hätten wir vielleicht schon in Führung sein sollen. Und zweite dann, vor allem wegen den Chancen von Sturridge dann noch. Ja, da hätte ich vielleicht mal eine mehr machen können. Habe ich aber nicht gemacht. Und ja, deswegen geht das Ding mal wieder unentschieden aus. Was willst du tun? So, Thiago wird wahrscheinlich nichts mehr kosten. Können wir mal testen. Weg damit. Ne? So, und das auch nochmal weg. Und dann ziehen wir hier nochmal ein Päckchen und dann sind wir raus, würde ich sagen. Komm, bring nochmal was Schönes. Ja, ich muss mal gucken, nächstes Spiel. Ich glaube, morgen werden wir einmal Clubtour bringen und einmal Gameplay. Ich wollte zwar noch den Silberscore-Bilder machen, aber dann vielleicht nicht morgen, sondern übermorgen. Ich glaube, das würde mir besser passen. Ja, und dann könnten wir das nächste Gameplay... Auf jeden Fall ohne Reus. Das könnten wir vielleicht mal wieder mit Messi-Team machen. Und dann auf jeden Fall den Reus. Genau, der ist auch schon auf der Bank. Mit der dann, ja, da ist. Den Oscar habe ich immer noch nicht gespielt, ne? Nee. Mit der seine rote Karte verliert.
So, ja, doch, mit dem Messi-Team könnten wir als nächstes mal spielen. Ist auch ein sehr geiles Team. Was ist hier noch? Habe ich ein Gratis-Pack bekommen? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, komm, Alaba. Im Gratis-Pack Messi. Das wäre doch nice. Oder Kokorin. Ist natürlich auch sehr nice, der Kokorin. Oh mein Gott. Wenn ich das nächste gute Pack ziehe, dann muss ich erstmal einen Freudenschrei loslassen. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich bräuchte echt mal wieder ein gutes Pack. Und nein, gutes Pack, da verstehe ich jetzt nicht. Touré oder so, der bringt natürlich auch ein paar Coins, aber ich brauche mal wieder was richtig Heftiges. Aber ich krieg nichts. Nee, egal. Jetzt sind wir raus, Jungs. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Sorry wegen meiner kurzen Heuleinlage und dem kleinen Tilt. Aber manchmal häufen sich die Dinge. In dem Fall war es, ich krieg das Gegentor. Gegen das Gegentor habe ich auch gar nichts. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gefallen ist. War zwar schon wieder irgendwie so ein bisschen eklig, aber ich meine, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber danach dann wieder. Schon wieder so ein total dreckiger Pass von Mkhitaryan. Und dann habe ich mit Reus dann doch den Ball noch und dann ist er direkt wieder weg bei Walcott. Und ja, dann ist bei mir oben eine Sicherung durchgebrannt und deswegen muss ich den dann ummöbeln. Das ist ja wirklich sehr, sehr selten bei mir. Ich habe es schon mal gesagt, Tiltgrätschen, ja, die sind nicht so selten, aber meistens dann in der Abwehr. Und ja, da war es dann auch mal in der Offensive. Naja, was willst du mal? Das Ding ist durch. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.